Hallo, in der letzten Vorlesung am Ende haben wir die Kellerautomaten intuitiv eingeführt. Wir werden jetzt in dieser Vorlesung sie formal definieren und ihre Eigenschaften untersuchen. Wenn Sie sich erinnern, wir haben gesagt, die Kellerautomaten sind die Automaten, die einen Stack manipulieren. Hier das. Also das bedeutet, wenn Sie eine Transition ausführen, dann, gut, es kann sein, dass Sie diese Transition nur dann ausführen können, wenn Sie eine Operation am Stack ausführen dürfen. Und diese Transition wird dann den Stack auch modifizieren. Gut, äh, was ist die formale Definition von einem Kellautomaten? Also sieht so aus, ist ein 7-Tupel. Äh, okay. Und das Letzte, was Sie tun sollten, ist, versuchen, das auswendig zu lernen. Das macht keinen Sinn. Eigentlich, wenn man weiß, wie die Transitionen von einem Kellerautomat aussehen sollten, dann kann man alles andere daraus rekonstruieren. Also, wenn Sie sich erinnern, wie sah, die, äh, wie sah eine Transition aus von einem Kellerautomaten? Die Idee war, der Automat ist äh, in einem gewissen Zustand und das oberste Kellerzeichen ist ein gewisses Zeichen. Das ist das einzige Zeichen, das man vom Stack sieht. Ja, also das ist die Eigenschaft von einem Stack. Man sieht immer nur das oberste Kellerzeichen. Also sagen wir, das äh, oberste Kellerzeichen ist Z. Dann kann der Automat, äh, wenn die, das Eingabezeichen zum Beispiel ein A ist, eine Transition ausführen. Und was passiert, nachdem man die Transition ausgeführt hat? Also der Automat ist jetzt in einem neuen Zustand, Q und man hat das oberste Kellerzeichen durch etwas ersetzt. Wenn man etwas pusht in den Keller, ja, dann äh, zum Beispiel kann es sein, dass man das Z durch, was weiß ich, äh, äh, Z1, Z2 und das bedeutet ich hatte im Keller das oberste Kellerzeichen hier Z und jetzt sieht der Keller so aus Z1 und Z2 sind oben okay wenn äh, stattdessen äh, ich äh, hier Epsilon schreibe das bedeutet dass ich Z aus dem Stack entferne ja dann sieht der neue Stack so aus gut also das ist so sieht eine Transition aus und dann welche Zutaten brauche ich um diese Transitionen einführen zu können also ich brauche natürlich eine Menge von Zuständen ja ich habe hier Zustände also ich brauche Zustände dann äh, diese Transitionen lesen Buchstaben von der Eingabe also ich brauche ein Eingabealphabet diese Transitionen, die entfernen Symbole oder fügen Symbole zu dem Stack. Ja? Also ich brauche, ich muss wissen auch, welche äh, Symbole kann ich dann im Stack auch haben. Ja? Also äh, ich brauche einen ähnlichen Kel-Alphabet-Gamma. Sehr oft ist es, der, ist, ist es so, dass der Sigma und Gamma, gleich sind oder Gamma ist Sigma Vereinigung mit ein paar extra Zeichen, also Sigma und Gamma müssen nicht disjunkt sein. Dann äh, brauche ich natürlich wie immer, also am Anfang muss ich äh, einen Anfangszustand haben. Dann äh, etwas das eigentlich nur eine, das ist, es gibt Varianten, sagen wir, diese sind die, die wesentlichen Elemente in einem Kellautomaten plus natürlich die Transitionen. Aber dann gibt es verschiedene Varianten von Kellautomaten, man könnte sie auch anders definieren, aber wir wählen jetzt hier eine gewisse, eine gewisse Definition. In diese gewisse Definition fangen wir mit einem Zeichen auf dem Stack Okay, also am Anfang sind wir in dem Anfangszustand und der Stack enthält genau ein Zeichen. Okay, und wir spezifizieren, welches Zeichen das ist. Okay, das Kellerzeichen, das unterste Kellerzeichen ist Z0. Also unser Name ist immer am Anfang ist der Stack, enthält der Stack genau ein Zeichen und dieses Zeichen ist Z0. Okay, und äh, wenn Sie sich erinnern, als ich die, die Kellautomaten intuitiv eingeführt habe, dann haben wir einen Kellautomaten benutzt, der akzeptiert, wenn der Keller leer wird. Wir haben auch einen anderen Automaten benutzt oder wir haben gesagt, das könnte man auch modifizieren und der Automat könnte akzeptieren, wenn er in einem Endzustand kommt. Also, ähm, wir wollen jetzt beide Möglichkeiten betrachten und deswegen äh, fügen wir auch eine Menge von Endzuständen, sodass das ähnlich zu den äh, ähnlichen Automaten ist. Okay, und äh, jetzt äh, das Entscheidende ist jetzt. Äh, welche konkrete Gestalt haben die, die Transitionen? Und jetzt schauen wir uns dann an, wie die Transitionen ausschauen können. Die haben die Gestalt, die ich hier unten äh, angegeben habe, aber wir müssen das jetzt genauer untersuchen. Also, eine Transition nimmt einen Zustand immer, okay, und ein Zeichen. Oder Epsilon. Das heißt, ich erlaube Epsilon-Transitionen auch. Okay, also das, kann, das könnte A sein oder könnte Epsilon sein. Und ich nehme das oberste Kellerzeichen. Okay, das wird immer da sein. Und jetzt, was habe ich auf der anderen Seite? Ich habe eine Menge von möglichen Ausgängen. Ja, diese Transition möglichen äh, rechten Seiten. Das bedeutet, es ist ein nicht-deterministischer Automat. Also was wir hier definieren, ist der Analog von einem Epsilon-NFA. Hier im Keller-Automaten sind Epsilon-Transitionen erlaubt und der Automat ist nicht-deterministisch. Ja? Also es kann sein, dass ich von Qz, aus Qz mit äh, sagen wir A, nach Q1 und dann W1 gehe. Das bedeutet, ich gehe in den Zustand Q1 und ich ersetze Z durch B1. Oder äh, ich könnte auch eine Transition auch mit A beschriftet, auch QZ. Und diese Transition geht nach QSY, 2 Okay? Gut, äh, formal natürlich, also wir benutzen diese Schreibweise, aber formal würden wir sagen, Delta von Q A Z ist die Menge Q1W1 QS2 W2. Okay, also wenn der Automat in den Zustand Q ist und äh, das oberste Kellerzeichen Z ist, dann kann der Automat das Zeichen A lesen und dann geht in den Zustand Q1 und ersetzt, Z und ersetzt Z durch W1 oder der Automat geht in den Zustand Q2 und ersetzt äh, 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 Z durch W2. Okay. Äh, und das ist genau, was hier ist, ja, was, ich, was ich hier finde. Gut. Äh, jetzt es gibt ein paar spezialfälle die besonderen namen bekommen also was ist eine pop operation eine transition mit alpha gleich epsilon also wo äh, äh, das zeichen das oberste kellerzeichen entfernt wird nennt man eine pop operation eine push operation ist eine operation wo alpha ein Wort der Gestalt z-z ist, enthält also genau zwei Zeichen. Und das bedeutet, dass äh, aus dem obersten Kellerzeichen z wird jetzt z-z. Also etwas kommt auf dem z, über dem z kommt etwas. Ja? Äh, manchmal muss ich es aber auch sagen, äh, umgangssprachlich nennt man auch manchmal etwas der Gestalt. Z geht, wird entfernt durch Z Strich und Z Doppelstrich kommt äh, drauf. Das nennt man auch manchmal eine Push Operation. Okay, und es ist nicht so wichtig. Äh, die, man, man muss auch nicht so genau sein. In den meisten Fällen ist es äh, eigentlich nicht wichtig, äh, was man genau push nennt. Okay, und dann äh, ein Epsilon Übergang ist dann eine äh, Transition mit a gleich epsilon. Also eine Transition, die man ausführen kann, ohne irgendein Eingabezeichen zu lesen. Gut. Es lässt sich zeigen, dass für jeden Kellautomat wir werden gleich definieren, was die Sprache, welche Sprache wird von einem Kellautomaten akzeptiert. Und äh, es ist eine kleine Aufgabe zu zeigen, dass es für jeden Kellautomaten einen äh, äquivalenten Kellautomaten gibt, der nur Pop, Push und Epsilon-Übergänge verwendet. Okay? alle anderen äh, Operationen lassen sich äh, simulieren. Was, was meine ich mit allen anderen Operationen? Also zum Beispiel können wir äh, nach der Definition können wir sowas wie Delta Q A Z gleich äh, die Menge, die äh, Q' und jetzt hier A B C D E E enthält. Das ist äh, zum Beispiel möglich. Okay? Wenn das hier Kellerzeichen sind, also die Länge hier ist äh, beliebig. Gut, uh, wir definieren äh, äh, wir, wir, genauso wie wir Ableitungen von äh, Grammatiken definiert haben, wir wollen jetzt... Laufe von Keller-Automaten definieren. Okay? Und dafür müssen wir den Begriff eine Konfiguration einführen. Was ist eine Konfiguration? Eine Konfiguration ist ein Triple, hat drei Elemente. Und sagt uns, was ist die aktuelle Situation des keller Dafür müssen wir wissen, in welchem Zustand ist der Keller-Automat. Also jetzt machen wir es hier, QW-Alpha. In welchem Zustand ist der Keller-Automat? Ja? Welches Wort muss noch gelesen werden? Also welche Teil des Wortes hat der Kellerautomat noch nicht gelesen? Okay. Und was gibt es auf dem Keller? Das nennen wir Konfiguration. Okay, also sehen Sie, Alpha ist ein Wort aus äh, Kellerzeichen und B ist ein Wort aus Eingabezeichen. Ja. Und die Anfangskonfiguration ist, äh, immer, besteht immer aus dem Anfangszustand Q0, das ganze Wort, also ist eine Anfangskonfiguration für eine gewisse Eingabe, W, besteht aus dem Anfangszustand das ganze Wort, das man lesen soll, und äh, das Untersteckel-Zeichen Z0. Also auf dem Keller ist nur ein Zeichen, das Zeichen Z0. Gut. Und genau, das ist einfach, was ich Ihnen schon erzählt habe. Also das ist eine Momentaufnahme des Kellerautomat. Gut, wir definieren dann eine äh, Relation, die entspricht, der Kellerautomat kann von dieser Konfiguration in einem Schritt in diese Konfiguration rübergehen. Ja? Und wir definieren das genau nach der äh, informellen Definition, was eine Transition tut. Also wir sagen, dass wir von Q, A, Z, Alpha nach Q-B, Beta, Alpha gehen können, falls es eine solche Transition gibt. Und was, was passiert, wenn wir von dieser Konfiguration in diese Konfiguration gehen? Also, wir gehen von den Zustand Q in den Zustand Q'. Also, Delta von Q muss Q' sein. Wir gehen von, also hier musste der Automat noch das Wort AW lesen. Und hier muss der Automat nur das Wort W lesen. Das bedeutet, das ist eine Transition, das muss eine Transition sein, die ein Eingabezeichen liest. Also, wir müssen hier ein A haben. Okay. Und was passiert mit dem Keller? Der Keller geht von Z-Alpha nach Beta-Alpha. Also Z, das oberste Kellerzeichen Z, wird durch Beta ersetzt. Also das oberste Kellerzeichen muss Z sein und Z wird durch Beta ersetzt. Okay. Und, äh, also, äh, und die andere Möglichkeit sind die Epsilon-Transitionen. Also Q, AB Z, Alpha kann auch nach Q-AB, Beta, Alpha gehen. In diesem Fall, äh, falls es eine entsprechende Epsilon-Transition gibt. Ja? Also es ist eine Epsilon-Transition, das erkennen wir, indem wir von AB nach AB gehen. Ja? Z wird immer noch durch Beta ersetzt und wir gehen immer noch von Q nach Q-. Ja? Aber, äh, in diesem Fall, was wir haben, ist Delta von Q Epsilon eine der möglichen Ziele ist für diese für die Transitionen mit linker Seite Q Epsilon ist Q mit. Okay, und also damit haben wir definiert, der Automat kann von einer Konfiguration C in eine Konfiguration C in einem Schritt gehen. Aber äh, jetzt nehmen wir die reflexive und transitive Hülle von dieser Relation. Und dann, äh, was bezeichnet das? Das bedeutet, der Automat kann von C nach C' gehen in beliebig vielen Schritten, möglicherweise auch Null. Wenn C gleich C', dann kann der Automat von C nach C' in Null Schritten gehen. Okay, also. Nochmal, was ist die intuitive Bedeutung von QW-Alpha geht in einen Schritt nach q beta alpha Das bedeutet, wenn M sich in der Konfiguration QW-Alpha befindet, dann kann er in einen Schritt in die Nachfolgerkonfiguration q b alpha übergehen. Okay. Und beachten Sie, eine Konfiguration kann mehrere Nachfolger haben, weil es verschiedene, der Automat kann mehr als eine Transition haben mit derselben linken Seite. Gut, wir definieren jetzt, wann akzeptiert ein PDA ein Wort. Aber es gibt eigentlich zwei mögliche Definitionen die man in der Literatur äh, findet. Und wir werden, gleich, wir werden gleich zeigen, dass sie äquivalent sind. Im Sinne, wenn ein Automat eine Sprache akzeptiert mit, äh, äh, mit Definition 1, dann gibt es auch einen Automat, der dieselbe Sprache akzeptiert mit Definition 2 und umgekehrt. Ja? Aber äh, manche, die eine Definition ist manchmal, manchmal nützlicher als die andere, deswegen wollen wir beide betrachten. Also äh, die erste Definition ist die Definition, die ähnlich ist zu der Definition für äh, ähnliche Automaten. Also ähnliche Automaten akzeptieren durch Endzustand, wenn sie am Ende der Berechnung in einem Endzustand kommen. Ja? Also wenn Sie das, äh, das Wort gelesen haben, wenn Sie in einem Endzustand sind, dann akzeptieren Sie genau das gleiche, äh, äh, genau die gleiche Definition werden wir jetzt haben für Kellautomaten mit Akzeptanz durch Endzustand. Also wir sagen, ein PDA, also ein Pushdown Automat oder ein Kellautomat M akzeptiert ein Wort w mit Endzustand genau dann, wenn der Automat aus der Anfangskonfiguration eine Konfiguration erreichen kann, wo der Automat das Wort w schon vollständig gelesen hat, okay, und der Automat in einem Endzustand ist. Der Zustand muss ein Endzustand sein. Und es ist uns egal, was gibt's auf dem Keller, okay? Also Akzeptanz durch Endkonfiguration Konfiguration erfolgt egal. Was im Keller ist. Wenn der Automat in einen Endzustand kommt und das Wort schon gelesen hat, äh, wenn, dann, dann wird das Wort akzeptiert, egal was man im Keller findet. Okay, und dann die Definition von der Sprache des Automaten mit Akzeptanz durch Endzustand. Das ist das Symbol, das wir äh, dafür wählen. Ja? LF bedeutet immer. Sprache, wenn die Akzeptanzbedingung eine Akzeptanzbedingung durch Endzustand ist. Das ist die Menge der Wörter, für die der Automat ja das Wort lesen kann und dann entsprechend in einem Endzustand kommt. Okay, und jetzt die zweite Akzeptanzbedingung, mögliche Akzeptanzbedingung, das ist die Akzeptanz mit leerem Keller. Okay, jetzt äh, betrachten Sie, äh, beachten Sie Folgendes. Also aus einer Konfiguration, wenn der Automat in einer Konfiguration sich befindet mit leerem Keller, dann kann der Automat keinen weiteren Schritt machen. Das ist so, weil wir die Transitionen so definiert haben. Also das äh, muss, äh, gehen wir zurück. Also wenn Sie sich erinnern, also wir haben die übergangsfunktion so definiert. eine transition nimmt einen zustand und ein kellerzeichen. okay? wenn es kein kellerzeichen gibt, dann kann der automat keine transition ausführen. also das bedeutet, eine konfiguration mit leerem keller hat keine nachfolger. okay? Und das entspricht dann irgendwie Akzeptanz durch Terminierung. Wenn der, wenn der Automat das Wort liest und keinen weiteren Schritt machen kann, dann akzeptiert der Automat. Okay? Intuitiv ist das so. Aber jetzt definieren wir das formal. Also ein Automat, ein Kellerautomat, akzeptiert ein Wort W mit Leeren Keller wenn der Automat aus der Anfangskonfiguration Q0, B, Z0 diese Konfiguration erreichen kann. Also der Automat ist jetzt in irgendeinem Zustand Q, der Zustand ist jetzt egal, aber der Keller muss leer sein. Und natürlich, man muss das Wort vollständig gelesen haben. Ja, In beiden Fällen ist das natürlich ein wesentlicher Punkt. Wenn Um das Wort W zu akzeptieren, muss ich das Wort W vollständig lesen und dann entweder in einem Endzustand sein oder einen leeren Keller erreicht haben. Beachten Sie aber natürlich, dass die, der Automat hat möglicherweise Epsilon-Transitionen Es kann also sein, dass der Automat das ganze Wort liest und vielleicht gibt es noch etwas im auf dem Keller. Ja? Also das bedeutet, der Automat hat nicht akzeptiert, aber es kann sein, dass der Automat weitermachen kann mit epsilon-Transitionen, okay? bis zum Beispiel äh, er, der Keller bis, der, bis, bis der Keller leer wird, okay? und es kann sein, also es kann sein, der, der Automat muss nicht unbedingt akzeptieren zum ersten Zeitpunkt, als, als er das Wort gelesen hat. Es kann sein, dass er akzeptiert nach einigen, er nach einigen epsilon-Transitionen akzeptiert. Okay, und dann benutzen wir dieses symbol L epsilon um die von einem Automaten akzeptierten Sprache zu definieren mit leeren Keller. Gut. Äh, und äh, ja, also äh, wenn wir einen Automaten definieren, der mit leerem Keller akzeptiert, dann spielen natürlich die Endzustände gar keine Rolle. Also dann, kann man, dann braucht man die, die siebte Komponente ja in der in der sieben-Tupel äh, gar nicht und dann kann man sie einfach ignorieren. Das machen wir oft. Ja, wenn wir sagen, sei das einen Automaten, der mit Lernquelle akzeptiert, dann oft äh, geben wir die oder wir geben keine Menge von Endzuständen an. Okay, schauen wir uns ein Beispiel an. Das ist äh, wir schauen uns einen Kellerautomaten an, der die Sprache der Palindrome akzeptiert. Und diesmal ist das die, die echte, die vollständige Sprache der Palindrome. Also alle Wörter der Gestalt W und äh, Spiegel. Entschuldigung, nee, das ist die, es ist auch nicht die, die echte Menge der Palindrome, sondern die Menge der Palindrome mit gerade Länge. Okay, aber wenn Sie sich erinnern in der intuitiven Definition, die ich Ihnen in der letzten Vorlesung gegeben habe, dann habe ich eine Sprache, die ein bisschen anders war. Also der Automat konnte wissen, wann fängt die zweite Hälfte an. In dieser Sprache, wenn der Automat von links nach rechts liest, der Automat muss raten eigentlich, wann die zweite Hälfte anfängt. Okay, gut. Also äh, der Automat sieht so aus, das ist die Definition, äh, formale Definition als 7 Tupel, ja, äh, wo natürlich, wobei die äh, Übergangsrelation eigentlich hier definiert wird. Also der Automat hat drei Zustände, P, Q und R. Das Eingabealphabet äh, enthält zwei Zeichen, 0 und 1. Keller Alphabet enthält auch 0 und 1. Und äh, wenn, wir wollen immer ein unterstes Keller-Zeichen haben, dann äh, fügen wir ein neues Kellerzeichen, ein extra Kellerzeichen äh, Z0, das wird das unterste Kellerzeichen sein. Ja? Anfangszustand ist P. P ist der Anfangszustand. Und äh, der Automat akzeptiert mit äh, äh, wenn der Automat, also eigentlich dieser Automat, wird dieselbe Sprache akzeptieren, sowohl mit Endzustand wie auch mit leerem Keller. Wenn der Automat mit Endzustand akzeptiert, dann ist die, äh, die Menge der Endzuständen enthält einen einzigen Zustand, nämlich r. Okay, und jetzt, äh, wie sieht, äh, was macht der Automat? Also äh, der Automat fängt in Zustand p an. Okay. Und äh, wenn der Automat, egal was der Automat liest, 0 oder 1, ja? äh, und egal was das oberste Kellerzeichen ist, wenn der Automat also in Zustand P ist, der Automat pusht die Eingabe. Okay? Also was der Automat liest, kommt auf den Keller. Also aus Z wird AZ. Okay? Dann äh, irgendwann, also zu jedem Zeitpunkt, kann der Automat auch diese Epsilon-Transition äh, ausführen. Und diese Epsilon-Transition äh, spielt die Rolle von, ich rate, dass jetzt die Hälfte des Wortes, dass ich jetzt die Hälfte des Wortes gelesen habe, die erste Hälfte. Okay? Also ich vermute, meine Hypothese ist, was jetzt kommt, wird die zweite Hälfte sein. Es spiegelt. Also das ist das wird genau die erste Hälfte, aber gespiegelt sein. Okay? Also der, die Idee ist, solange ich denke, dass ich äh, die erste Hälfte noch lese, dann kommt alles auf dem Keller. Und äh, dann rate ich, dass ich schon die erste Hälfte gelesen habe. Und dann äh, gehe ich, in, den, ich gehe in einen neuen Zustand Q. Und was mache ich in den Zustand Q? In den Zustand Q nehme ich Zeichen aus dem Keller, aber nur, wenn das Zeichen, das ich lese und das oberste Kellerzeichen identisch sind. Okay? Das heißt, was ich jetzt in diesen Zustand mache, ist prüfen, dass... Was, dass die zweite Hälfte des Wortes die Spiegelung der ersten Hälfte ist. Und solange das gut geht, mache ich weiter und bleibe ich in Q. Okay? Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Es kann sein natürlich, dass ich falsch geraten habe. Es kann sein, dass ich richtig geraten habe, aber das Wort kein Palindrom ist. Also ich habe die erste Hälfte erreicht, aber dann, was kommt, ist nicht gleich, was, was die erste Hälfte ist. In beiden Fällen werde ich stecken bleiben. Okay, das ist die Idee. Also ich werde dann den Endzustand nicht erreichen können. Gut, also ähm, die Idee ist, wenn ich, das ist die Situation, in der alles gut gegangen ist. Ich habe die zweite Hälfte gelesen und das bedeutet, der Keller enthält jetzt wieder nur das Anfangszeichen Z0. Okay? Das bedeutet, alles ist gut gegangen und dann in dieser Situation gehe ich in den Zustand R rüber und akzeptiere. Und wenn zum Beispiel, also nehmen wir an, das Wort, das ich lesen musste, war... A, B, A und dann äh, A, B, B. Was, äh, was passiert, wenn der Automat äh, zum Beispiel falsch rät? Der Automat zum Beispiel äh, liest ein A, liest ein B, die kommen auf den Keller. Also im Keller habe ich jetzt Z0 unten und dann ein A und dann ein B. Ja. Und jetzt sagt der Automat: ah, ich denke, das ist jetzt die Hälfte. Aber das nächste Zeichen ist dann ein A. Aber was ich auf dem Keller habe, ist ein B. Der Automat bleibt stecken, kann nicht weiterkommen, und der Automat akzeptiert das Wort nicht. Der Automat kann aber das richtige tun, richtig raten, hier an dieser Stelle. Dann ist äh, Z0, A, B, A auf dem Keller. Und dann, äh, was passiert, wenn ABB B kommt? Also das A geht weg. Das W geht weg und jetzt hier an dieser Stelle stellt der Automat fest, nee, jetzt die zweite Hälfte ist eigentlich nicht die Spiegelung der ersten Hälfte, also bleibt auch stecken. Wenn das Wort doch ein Palindrom ist, dann wird der Automat äh, das Wort äh, akzeptieren. Beachten Sie, es könnte auch sein zum Beispiel, dass das Wort AB, BA, sagen wir B A ist ja und es kann sein dass der Automat nach den ersten zwei Zeichen denkt ah, ich glaube jetzt muss ich jetzt habe ich die erste Hälfte gelesen dann alles scheint gut zu gehen okay mit B A aber jetzt kommt als Eingabezeichen ein B und auf dem Keller ist Z 0. Diese zwei Zeichen sind unterschiedlich. An dieser, Stelle sagt der Automat, äh, oder, äh, an dieser Stelle stellt der Automat fest, ich kann nicht weitermachen. Ich, äh, ich bin blockiert. Okay? Gut. Also äh, Sie können sich damit äh, davon überzeugen, dass dieser Automat genau diese Sprache akzeptiert. Und äh, beachten Sie den äh, Unterschied zu der Sprache, die wir in der letzten Vorlesung betrachtet haben. Okay, diese zwei Sprachen unterscheiden sich hier äh, an diesem Zeichen, ja. Und die Idee ist, in dieser Sprache kriegt der Automat geschenkt die Information, wann fängt die zweite Hälfte an. Der Automat hier muss nicht raten. Okay. Und der Automat muss nicht deterministisch sein. In diesem Fall gibt es einen deterministischen Automaten. <laughs> Wir haben deterministische Kel Automaten noch nicht äh, definiert, aber Sie können sich schon, schon vorstellen, wie die Definition aussehen wird. Ja? Äh, und äh, Sie, können sich, Sie, können, Sie können dann ahnen, dass äh, es einen äh, deterministischen Automaten gibt. Äh, hier kann man zeigen, dass es keinen deterministischen, Automaten, deterministischen Kellerautomaten dafür gibt. Der Automat muss äh, notwendigerweise raten können, sonst kann der Automat diese Sprache nicht akzeptieren. Okay. Wir wollen jetzt äh, äh, relativ schnell zeigen, dass Akzeptanz durch Endzustände und Akzeptanz durch leeren Keller gleichmächtig sind. Und äh, in den kommenden Folien zeige ich Ihnen zwei Sätze, die das zeigen. Also die zwei Sätze sind der gestalt für jeden Automaten, der mit leerem Keller akzeptiert, gibt es einen entsprechenden Automaten, einen, äqu einen äquivalenten Automaten mit äh, äh, entzustand und umgekehrt. Okay? Gut, äh, ich werde die textuellen Beschreibungen der, der Beweise ignorieren. Ich werde Ihnen einfach ein paar Zeichnungen oder ich werde Ihnen einfach die Idee. Geben uh, die textuelle Beschreibung ist dann, um, uh, können Sie sich zu Hause uh, sich anschauen. Okay, also das ist der erste Satz. Zu jedem Kellerautomaten kann man sogar in linearer Zeit einen äquivalenten Automaten konstruieren mit, uh, der, also das ist ein Automat mit uh, eine Menge von Endzuständen, ja. Und die Idee ist, dass die Sprache, die vom ersten Automaten mit Endzuständen akzeptiert wird, ist gleich Sprache des zweiten Automaten mit leerem Keller. Okay. Gut. Also, äh, wie macht man das? Gut, also fangen wir mit einem Automaten an, der durch Endzustand akzeptiert. Und äh, Nehmen wir jetzt genau denselben Automaten. Okay. Also äh, wir nehmen einen Automaten M und dieser Automat hat akzeptiert eine Sprache mit äh, äh, entzustand. Nehmen wir genau denselben Automaten und fragen wir uns, woran kann sich... Die Sprache, die mit leeren Keller akzeptiert wird, von der Sprache mit äh, Endzustand äh, unterscheiden. Okay? Und eigentlich äh, es kann zwei, äh, es gibt es zwei Sachen, die passieren können. Ja? Also, es kann sein, natürlich, dass der Automat mit Endzustand ein Bord äh, akzeptiert. Also, wir fangen in Q0, B, Z0 an. Und es kann sein, dass der Automat. Dann in mehreren Schritten eine Konfiguration der Gestalt Endzustand, Epsilon und dann irgendetwas auf dem Keller akzeptieren kann, äh, erreichen kann. Okay, und äh, damit akzeptiert der Automat mit äh, das Wort. Aber es kann sein, dass äh, hier in dem äh, Keller etwas bleibt, also das Wort wird nicht, mö, nicht unbedingt akzeptiert von den Automaten als mit, mit leeren Keller. Es könnte sein zum Beispiel, dass jetzt das oberste Kellerzeichen hier auf dem Keller, was weiß ich, ein A ist und es könnte sein, ja, und es könnte sein, dass der Automat, Entschuldigung, manchmal passiert das, und es könnte sein, dass der Automat jetzt zum Beispiel keine Transition hat, die A aus dem Keller entfernen kann. Dann wird der Automat mit leeren Keller nie akzeptieren, nie das, äh, das, äh, äh, die, äh, das Wort akzeptieren. Aber was können wir machen dann? Was wir machen können, ist sagen, okay, also immer wenn der Automat einen Endzustand erreicht, dann erlauben wir, dass der Automat in einem neuen Zustand rübergeht, sodass in diesem neuen Zustand der Automat den Keller leer machen kann. Okay? Also wir modifizieren M wir fügen einen neuen Zustand hinzu und wir sagen, wenn der Automat in einem Endzustand kommt, dann kann der Automat in diesen Zustand rübergehen. Wir führen eine neue Transition, die das erlaubt, ja? und in diesem neuen Zustand kann der Automat jetzt den Keller leer machen gut, dann haben wir dieses problem äh, gelöst. ja, also dann alles, was der automat akzeptiert, jetzt mit äh, Endzustand, kann der automat jetzt mit, äh, mit leeren keller äh, akzeptieren. es gibt aber noch ein, äh, ein äh, zweites problem. okay. Äh, Und jetzt muss ich, Moment, ich muss jetzt schauen, was, was, was kann noch passieren. Ähm Ach, ich habe jetzt den Faden verloren. Also wir wollen, das war diesen Punkt, den wir ähm, betrachtet haben. Und jetzt, was passieren könnte, ist, dass der Keller von M- leer wird ohne dass M in einem Endzustand ist, ja? Äh, also äh, warum ist das notwendig? Also M' verhält sich wie M, also macht genau das gleiche wie M, aber es gibt es hat zusätzlich die Möglichkeit wenn M in einem Endzustand kommt, dann kann M' in diesem neuen Zustand gehen und äh, den Keller leeren. Ja? Und äh, was wir verhindern müssen noch dazu, ist, dass der Keller von M' leer wird, ohne dass M in einem Endzustand ist. Aber warum das? Weil wenn M, äh, nehmen wir an, dass äh, M, Puh. Nehmen wir an, dass M eine Konfiguration erreicht mit leerem Keller und hat das Wort gelesen. Aber äh, diese Konfiguration ist keine Konfiguration. Mit einem Endzustand, das bedeutet aber, dass M nicht akzeptiert. Ja, richtig, genau. Jetzt weiß ich, was ich äh, haben wollte. Also nehmen wir an, dass M eine Konfiguration erreichen kann mit leerem Keller, aber Q ist, keinen, ist kein Endzustand. Das bedeutet, in dieser Konfiguration akzeptiert der Automat M nicht aber der Automat M' der genau das gleiche wie M tut wird in dieser Konfiguration doch akzeptieren und das sollte nicht der Fall sein. Das Problem ist, wir müssen das verhindern. Ja? also wir müssen verhindern nicht nur, dass der Automat M etwas akzeptiert und der Automat M' nicht, sondern wir müssen auch verhindern, dass der Automat M nicht akzeptiert und der Automat M' doch akzeptiert. Das ist, was in dieser Situation passieren kann. Ja? Der ursprüngliche Automat akzeptiert mit Endzustand nicht, aber der neue Automat akzeptiert doch. Und wie verhindern wir das? Das verhindern wir, indem wir einen, eine Sicherung einführen. Und äh, was bedeutet das? Also der Automat M hat unten ein Kellerzeichen Z0. Okay? Was wird der Automat M' machen? Der Automat M' das erste, was dieser Automat tut, ist noch ein anderes Zeichen hinzuzufügen. Okay? Und dann, was passiert, wenn M so eine Konfiguration erreicht? Was passiert dann ist, dass M' nicht genau dieselbe Konfiguration erreicht, sondern die Konfiguration mit Z0, Entschuldigung, mit Z0 hier. Okay? Weil äh, alles, was hier kommt in M, ist verschwunden. Das bedeutet, das alles hier ist verschwunden, aber was bleibt jetzt, äh, oder, oder äh, genauer gesagt, wenn, diese, wenn alles hier verschwindet, dann verschwindet hier alles. Okay? Aber es bleibt noch dieses Z0 da. Und das bedeutet, der Automat M' hat nicht akzeptiert. Auch nicht. Ja? Weil der Automat nicht den leeren Keller erreicht hat. Okay, gut, das ist dann die formale Definition, äh, wie wir von M nach M' gehen. Ja? Also, sobald M einen Endzustand erreicht, darf M' den Keller leeren in einen neuen Zustand und wir nennen diesen neuen Zustand Q -Quer. Okay, Und um zu verhindern, dass der Keller vom M' leer wird, ohne dass M in einem Endzustand ist, Führen wir ein neues Keller-Symbol Z0' ein. Okay? Das bedeutet, die Menge der Zustände des neuen Automaten enthält zwei neue Zustände. Diese neue Zustand, sodass wir am Anfang das neue Keller-Zeichen hinzufügen können. Und das hier, weil wir das brauchen für die Akzeptanz durch Endzustand Zustand. Und es gibt ein neues Keller-Zeichen. Und dann wie die Transitionen ausschauen, können Sie sich äh, können, das können Sie zu Hause machen. Okay, also die Beschreibung, was der Automat tun soll, wie sich der Automat verhalten soll, äh, haben wir schon betrachtet. Okay, jetzt äh, die andere Richtung. Nehmen wir an, dass äh, wir einen Kellerautomaten M haben und wir wollen einen und der Automat akzeptiert durch leeren Keller. Und wir wollen einen äquivalenten Kellerautomaten äh, äh, konstruieren, der mit M-Zustand akzeptiert. Okay, was machen wir? M' -Strich verhält sich genau wie M. Okay. Und was wir machen ist, wir verwenden jetzt genau den gleichen Trick. Also M' -Strich er schreibt am Anfang ein neues Zeichen C0'. Ja? Und warum das? Weil nehmen wir an, dass M, der mit leerem Keller akzeptiert, nehmen wir an, M kann eine Konfiguration Q, Epsilon, Epsilon erreichen. Okay? Das Problem, das M' -Strich dann haben kann, ist, dass er genau dieselbe Konfiguration erreicht. Und aus einer Konfiguration mit leerem Keller kann man nichts machen. Also der Automat im Strich ist dann in eine Falle geraten. Er hat diese Konfiguration erreicht. Diese Konfiguration äh, ist keine Endkonfiguration, weil der Zustand kein Endzustand ist. Aber der Automat kann das nicht reparieren. Ja? Deswegen führt der Automat diesen neuen Zustand hinzu sodass man hier nicht die Konfiguration mit leerem Keller erreicht, sondern eine Konfiguration mit dem Zeichen Z0 da. Okay? Und jetzt kann der Automat dann hier eine Transition einführen, und diese Transition führt jetzt in einem Endzustand. Sagen wir Q' oder egal was. Okay. Also, das ist, nur, das ist das einzige Problem. Der Automat M' muss verhindern, in eine Falle zu, äh, äh, zu raten, wo er nichts machen kann und keinen Endzustand dann erreichen kann. Gut, äh, wie der Automat M' in Abhängigkeit von M definiert ist, sehen Sie hier. Also, wir brauchen ein paar neue Zustände, wir brauchen ein neues Kellerzeichen, wir brauchen einen Endzustand. Und die Transitionen muss man so äh, modifizieren. Also, diese zwei Konstruktionen sind wirklich äh, nichts Besonderes. Äh, die sind eigentlich, es ist, es ist die sind schwieriger zu erklären als zu verstehen, eigentlich. Gut, das ist äh, low level programming ne? Okay, also, jetzt wissen wir, dass. Äh, die Akzeptanz mit leeren Keller und die Akzeptanz mit Endzustand äquivalent sind. Also wir können immer das eine oder die andere, die eine oder die andere äh, Akzeptanzbedingung benutzen. Es macht keinen Unterschied. Okay, jetzt betrachten wir, also was ist unser Ziel jetzt? Wir haben die Kellerautomaten definiert äh, und äh, unser großes Ziel jetzt ist, ist zu zeigen, dass die Kellerautomaten genau die kontextfreien Sprachen erkennen. Also für jede kontextfreie Grammatik gibt es einen äquivalenten Kellerautomaten und für jede Kellerautomat gibt es eine äquivalente kontextfreie Grammatik. Okay, das ist unser Ziel. Aber bevor wir dieses Ziel erreichen, brauchen wir ein bisschen Vorbereitung. Wir müssen eigentlich unsere zwei Lemmata anschauen, die uns helfen, Kellautomaten ein bisschen besser zu verstehen. Und äh, das erste Lemma ist das Erweiterungslemma. Aber dieses Erweiterungslemma, bevor wir uns das anschauen, es kann, es ist nicht so leicht, das hier zu parsen, schauen wir uns mit Hilfe einer Zeichnung, was das wirklich bedeutet. Okay? Lassen Sie mich den Beweis jetzt im Moment äh, äh, beiseite lassen und schauen wir uns diese äh, Zeichnung an. Also, was will ich hier in diesem Diagramm zeichnen? Also, äh, Sie sollten sich das vorstellen als eine Beschreibung eines Laufs eines Kellerautomaten. Okay, am Anfang werden wir auf dem Stack genau ein Zeichen haben, das unterste Kellerzeichen, dieses Z0. Okay, und jetzt äh, im Laufe. Des, der Berechnung wird der Stack wachsen oder kleiner werden. Okay. Zum Beispiel kann es so aussehen, vielleicht im nächsten Schritt kommen zwei neue Zeichen hinzu und dann kommt äh, noch ein Zeichen und dann vielleicht äh, geht ein Zeichen weg. Beachten Sie, wenn wir pushen, dann können wir beliebig viele Zeichen in einem einzelnen Schritt pushen. Wir haben die Transitionen so definiert, aber beim, äh, wir können nur ein Zeichen entfernen, höchstens ein Zeichen entfernen. Also wenn wir nach unten gehen, äh, gehen wir einen Schritten äh, langsam, einen Schritt und dann noch einen Schritt, noch einen Schritt. Also die Sprünge haben Länge 1. Ja, wenn wir nach oben gehen, die Sprünge können eine äh, beliebige Länge haben. Also wir machen hier weiter, vielleicht so und dann... Äh, vielleicht so und dann äh, und zum Beispiel äh, was wir jetzt nicht machen können ist sowas sowas ist nicht erlaubt warum weil hier haben wir äh, einen leeren Keller und äh, wenn der Keller leer wird dann können wir nicht weitermachen also in diesem Diagramm erreichen wir nie oder also wenn wir die Grundlinie erreichen dann bedeutet das, die Berechnung ist zu Ende. Okay. Solange wir die Grundlinie nicht erreichen, kann, sein, kann es sein, dass, die, dass, dass wir weitermachen. Also hier machen wir jetzt, gehen wir jetzt nach oben und äh, so weiter. Und vielleicht sieht das so aus. Äh, jetzt äh, sagen wir so aus. Und wir erreichen hier die Grundlinie und das war's. Okay. Gut. Also was wir jetzt verstehen müssen, ist folgendes. Also betrachten wir dieses Zeichen. Welches Zeichen haben wir hier? Natürlich Z0. Es hat sich nicht geändert, ja? Das Zeichen hat sich nicht geändert. Äh, beziehungsweise, Entschuldigung, es hätte, äh, ach ja, das habe ich. Äh, äh, ne, also eigentlich äh, hier hätte sich dieses Zeichen ändern können, weil wir hätten. Z0 durch etwas anderes ersetzen können. Aber dann, äh, wenn Sie wollen, äh, dann würden wir, könnten wir mit der Berechnung hier anfangen. Fangen wir mit der Berechnung dann hier an. Also wir, oder wir fangen uns äh, die Berechnung hier an dieser Stelle anzuschauen. Wir haben da ein Z0 und dann hier ein Z1 und dann hier ein Z2. Ach ja, ähm, eigentlich. Nee, genau. Also ich habe, das ist keine gute Idee, weil ich die, die Zeichen hier an der Seite anders nummeriert habe. Ja? Also sagen wir, das ist dann ein Z4 und ein Z3 und ein Z2. Das Wichtige ist, dieses Zeichen ändert sich dann nicht mehr. Okay. Beziehungsweise, nee, hier hätte sich das Zeichen ändern können. Hier könnten wir aus Z4 ein Z5. Machen können, aber äh, jetzt hier ändert sich es nicht mehr. Okay, äh, dann das Zeichen Z3 ändert sich hier nicht. Ja, das Zeichen Z2 ändert sich äh, und so weiter. Gut, aber was ich Ihnen jetzt beibringen will, ist folgendes: Stellen wir uns vor, das ist hier eine Berechnung des Kellerautomaten. Ja, und jetzt nehmen wir an, wir hätten nicht mit Z4 auf den Keller angefangen. Sondern mit etwas mehr. Nehmen wir an, wir hätten noch mit einem Zeichen Z5 und Z6 angefangen. Okay? Gut, im Laufe der Berechnung wird sich jetzt dieser Z5 nicht ändern. Dieser Z5 bleibt konstant. Dieses Z6 bleibt konstant. Das ist wieder eine Berechnung. Okay? das ist wieder etwas, das der Kellautomat machen kann. Warum? Der Kellautomat merkt sogar nicht, dass diese zwei Zeichen da unten sind. Warum? Weil der Kellerautomat nur diese Zeichen da oben berührt. Ja? Also was der Erweiterungslemma sagt, ist, wenn wir eine grüne Berechnung haben wie diese, die ich Ihnen jetzt zeichne. Von einem Kellerautomaten, ja, dann können wir die Berechnung, sagen wir so, nach unten erweitern. Also wenn wir zu jeder Konfiguration, zu jedem Kellerinhalt unten etwas hinzufügen, was wir erhalten, ist wieder eine mögliche Berechnung des Kellerautomaten. Okay? Das ist, was das Erweiterungslemma sagt. Gut, wir können uns jetzt die formale Definition des Erweiterungslemmas anschauen. Der Erweiterungslemma sagt: Okay, nehmen wir an, dass wir von Q, U, Alpha nach Q', U', Alpha' gehen können, in n Schritten. Was machen wir jetzt? Wir ähm, fügen. Beta zu allen Konfigurationen. Okay, dann können wir von Q, U, Alpha, Beta in N Schritten nach Q' U' Alpha' Beta gehen, indem wir einfach alle Konfigurationen, alle Konfigurationen mit Beta unten also weiter äh, unten hinzufügen. Und dann noch darüber hinaus natürlich, wenn wir wollen, können wir noch ein V hier hinzufügen, ja? Weil die Idee ist hier, äh, der Automat muss hier U noch lesen und der Automat muss hier noch u strich lesen. Gut, wenn wir wollen, können wir sagen nee, das Wort war nicht U, das Wort war, war UV. Und jetzt was der Automat noch lesen muss ist nicht U-Strich, ist U-Strich v Das geht natürlich auch. Okay? Also, das Erweiterungslemma erlaubt uns aus Berechnungen des Kellerautomaten andere Berechnungen zu gewinnen, indem wir äh, möglicherweise das Wort, das zu lesen ist, entsprechend erweitern und die Kellerinhalte Entsprechend erweitern, aber von unten. Ja? Gut, das ist das, das Erweiterungslemma 8. Okay, der Zerlegungssatz ist interessanter. Okay, der Zerlegungssatz ist wirklich eine wichtige Eigenschaft von den Kellerautomaten. Und äh, nochmal: also äh, die Aussage des Lemmas oder des Satzes ist äh, relativ schwierig zu parsen. Wir wollen deswegen nun seine Zeichnung anschauen. Und die Zeichnung sieht so aus. Ja, okay. Also vielleicht bringen wir die Aussage des Lemmas, oder des Satzes, mit dieser äh, Zeichnung in Verbindung. Also was der äh, Zerlegung sagt, äh, die Hypothese des Zerlegungssatzes ist, dass wir aus einer Konfiguration dieser Gestalt, also wir sind in den Zustand Q wir müssen der Automat muss ein Wort W lesen. Und äh, auf dem Keller haben wir Z1, Z2 bis ZK. Das ist, was das hier bedeutet. Okay? Gut. Und wir gehen davon aus, dass die Hypothese ist in n Schritten, kann der Automat dann den Zustand Q' erreichen. Der Automat hat das Wort W vollständig gelesen. Und der Keller ist leer. Es gibt nichts im Keller. Okay? Das ist die Situation, die wir haben. Wir fangen mit, äh, mit äh, diesem Kellerinhalt Z1 bis z 4 an. Wir sehen am Anfang in den Zustand Q. Okay. Und wir erreichen den leeren Keller. Das ist diese Situation hier, in den Zustand Q'. Und wir haben das Wort, das wir in dieser Berechnung gelesen haben, ist W. Okay, das bedeutet, am Anfang ist der, äh, die Kellerhöhe gleich 4, am Ende ist äh, die Kellerhöhe 0. Und dazwischen wird die Höhe des Kellers sich ändern. Zum Beispiel äh, nehmen wir an, äh, der Kellerinhalt äh, folgt dieser roten Linie. Okay? Gut, also was wir jetzt machen ist folgendes. Wir betrachten äh, Stücke von, diese, von diesem Diagramm. Wir betrachten am Anfang, äh, ich sollte das ein bisschen kleiner machen, Moment. Wir betrachten dieses Stück. Okay, Stück Nummer 1. Wir betrachten dann dieses Stück. Wir betrachten dieses Stück. Und dann ein letztes Stück. Ah, welche Farbe nehme ich jetzt? Äh Wahrscheinlich, dass wir gehen. Okay. Und äh, wie sind diese Stücke definiert? Also, ich weiß, äh, also das ist das Stück, bis dieses Zeichen, bis die, äh, die Kellerhöhe zum ersten Mal... 1 weniger wird, bis dieses Z1-Zeichen aus dem Keller entfernt wird. Okay? Gut, dann, also bis, bis die äh, äh, Kellerhöhe äh, aufhört 4 zu sein. Dann das zweite Stück ist, okay, wir haben das erste Stück weg, ja? Und dann nehmen wir das zweite Stück, das ist bis die Kellerhöhe zum, äh, aufhört 3 zu sein. Okay? Mindestens 3 sollte ich sein. Äh, also mindestens 3. Das ist dieses Stück. Dann das blaue Stück, bis die Keller, äh, solange die Kellerhöhe größer gleich 1 ist, ja, behalte ich, äh, äh, also das, das definiert das dritte, das dritte Stück. Und dann äh, äh, größer gleich 2, Entschuldigung. Und das letzte Stück ist, bis, solange die, die Kellerhöhe äh, größer gleich 1 ist. Okay? Und beachten Sie, ich habe jetzt nur, ich habe auch äh, nicht das hier alles grün gezeichnet, sondern nur diesen Teil. Hier ging es, mit, äh, Keller, hier ging es darum, Kellerhöhe 4 oder mehr zu haben. Also, ich betrachte nur ab dem vierten Zeichen, was passiert. Dann drei, nur ab dem dritten Zeichen. Dann zwei, nur ab dem zweiten Zeichen. Dann eins, nur ab dem ersten Zeichen. Okay? Und was, der, was das Zerlegungslemma sagt, ist, dass alles, diese, das grüne Stück, das magenta Stück, das blaue Stück, das orange Stück, Sie beschreiben gültige Berechnungen des Kellerautomaten. Okay? Also das bedeutet, der Kellerautomat kann von, nennen wir das, was weiß ich, Z äh, 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 A1, A2, A3, A4, A5, A6. Was das bedeutet ist, dass der Kellerautomat, wenn er in eine Konfiguration mit Z1 anfängt, dann kann er in diese Konfiguration mit Keller A3, A2, A1 rübergehen und dann in eine Konfiguration mit Kellerinhalt A5, A4 und dann in eine Konfiguration mit Keller A6. Okay? Und die Idee ist natürlich, warum das? Wegen des Erweiterungslemmas. Warum? Weil ich weiß, dass diese ganze, lassen Sie mich das jetzt ein bisschen sauber machen, das hier ist eine gültige Berechnung des Kellerautomaten. Okay, aber diese Berechnung berührt diesen Teil des Kellers gar nicht. Der Automat merkt gar nicht, dass dieser Teil des Kellers da ist in dieser Berechnung. Das Erweiterungslemma funktioniert in beiden Richtungen, ja, sagt, dass ich auch das hier entfernen kann. Und dann das gleiche passiert hier. Das hier ist eine gültige Berechnung, aber ich kann diesen Teil, der nie berührt wird von den Kellerautomaten, der, der Automat sieht gar nicht, dass, dieses Teil, dass dieser Teil existiert. Also ich kann auch das aus der Berechnung entfernen und ich erhalte noch eine andere gültige Berechnung. Okay? Gut, warum heißt äh, dieser Satz Zerlegungssatz? weil aus eine, weil er sagt, dass eine Berechnung des Automaten, aus einer Berechnung des Automaten Berechnungen, mehrere Berechnungen gewonnen werden können. Ja? Das sind die farbigen Teile. Und beachten Sie, alle diese Berechnungen haben eine wichtige Eigenschaft. Am Anfang ist die Kellerhöhe 1 und am Ende ist die Kellerhöhe 0. Okay, Also eigentlich sagen wir so, die Berechnungen überlappen sich. Ja? Also eigentlich die erste Berechnung geht bis hier. Da ist die Kellerhöhe für die erste Berechnung 0. Und jetzt fängt die zweite Berechnung an der gleichen Stelle und geht bis da. Eigentlich Entschuldigung, nicht bis da, sondern bis da. Nochmal Kellerhöhe 0. Und dann noch eine dritte, bis die Kellerhöhe null ist. Und dann die letzte bis Höhe 0. Okay? Also eine Berechnung des kellerautomaten, der mit einem leeren Zustand terminiert, kann in mehreren Berechnungen zerlegt werden. Alle diese Berechnungen äh, fangen mit Höhe 1 und erreichen Höhe 0. Okay? Das ist, was dieses Zerleurungslema diese äh, beschreibt. Und äh, der Beweis will ich nicht, äh, nicht äh, zeigen, weil der Beweis ist eigentlich, dass diese Zeichnung, diese Zeichnung ist der Beweis. Ja? Wenn man die Zeichnung sieht, dann ist es offensichtlich, dass das Grüne auch eine mögliche Berechnung des Kellers ist und das äh, äh, Magenta-Stück und das äh, Blaue-Stück und so weiter. Okay. Und wie Sie sehen, äh, eigentlich die, die Folie sieht ziemlich schrecklich aus. Aber ich kann äh, Ihnen versprechen, also versuchen Sie äh, zu Hause das zu lesen. Und das ist nur eine textuelle Beschreibung der Zeichnung. Aber die Zeichnung ist natürlich viel einfacher zu verstehen als die textuelle Beschreibung. Okay. Gut. Mit diesen zwei äh, äh, Lemata oder Sätze. Mit dem Erweiterungslemma und mit dem Zerlegungssatz können wir jetzt eigentlich das, den Satz beweisen, den wir äh, beweisen wollen. Okay? Der, sagt, der, der Satz sagt: Für jede kontextfreie Grammatik gibt es einen entsprechenden Kellautomaten, und für, jede, äh, für, jede, äh, für jeden Kellautomaten gibt es eine entsprechende kontextfreie Grammatik. Die eine Richtung ist sehr einfach, die andere Richtung ist äh, nicht so einfach. Also das hier ist die einfache Richtung. Also wir zeigen, gegeben eine kontextfreie Grammatik, ist es eigentlich leicht, einen Kellerautomaten zu konstruieren, der dieselbe Sprache akzeptiert. Also es ist leicht zu zeigen, dass Kellerautomaten mindestens so mächtig sind wie kontextfreie Grammatik. Okay? Gut, nochmal, also bevor wir uns den, Beweis an, den textuellen Beweis anschauen, eine Erklärung mit Hilfe eines, äh, eine Zeichnung oder eine intuitive Erklärung mit Hilfe äh, 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 meines Stifts sozusagen. Also nehmen wir an, wir haben eine kontextfreie Grammatik, ja, G, hier sind die Transitionen der Grammatik. Äh, es, die Grammatik hat ein Axiom-Symbol und es wird ein paar. Äh, Transitionen haben, die aus diesen Produktionen haben für dieses Startsymbol und so weiter. Gut, und jetzt nehmen wir an, die Grammatik erzeugt ein Wort, sagen wir A1, A2 bis AK. Was bedeutet das? Das bedeutet, es gibt einen Ableitungsbaum für dieses Wort. Also es gibt so einen Baum mit Rand A1 bis AK. Gut, und für diesen Baum gibt es eine Linksableitung. Okay, Sie erinnern sich, die Linksableitung ist diejenige, wo ich immer die linkeste Variable nehme und eine Produktion an diese Variable anwende. Okay, es könnte zum Beispiel so aussehen wie mit S äh, äh, erreiche ich, was weiß ich, a b und dann aus a wird äh, a. a 1, a, b und ähm, dann äh, aus, äh, aus a1, ja, also hier habe ich a durch a1 äh, klein a ersetzt und jetzt hier ersetze ich a1 durch etwas, zum Beispiel durch b und ich habe jetzt das und jetzt, jetzt vielleicht geht es weiter mit äh, b, a, äh, was weiß ich, vielleicht äh, c, c, c. Und jetzt vielleicht wird daraus b a c d c und dann b a c d d zum Beispiel. Das ist eine, linkslinear, eine äh, linkslineare äh, äh, Ableitung, äh, nicht linkslineare Entschuldigung, eine Linksableitung. Okay? Gut, ich werde jetzt die Idee ist, ich werde jetzt einen Automaten definieren, der diese Berechnung sozusagen simuliert. Okay. Und äh, um die Berechnung ein bisschen leichter äh, zu simulieren, was wir annehmen können, äh, was hier nicht der Fall ist, ist, dass alle Produktionen der Gestalt sind: auf der linken Seite eine Variable und dann auf der rechten Seite ein B, ein, ein A oder ein Epsilon. Okay. Gefolgt von einer Sequenz von Variablen. Okay. Wenn das so ist, dann äh, stellen wir fest, dass äh, die Linksableitung eigentlich eine einfachere Gestalt hat. Die sieht immer so aus, dass die Terminalzeichen von links nach rechts erzeugt werden. Ja, also es kann nicht sein, dass ich jetzt nach a klein abg, sondern die Terminalzeichen, hier habe ich gar kein Terminalzeichen erzeugt, hier kann ich zum Beispiel jetzt 1 erzeugen und zum Beispiel das hier erreichen und jetzt muss ich hier ein Terminalzeichen erzeugen. Es könnte sein, dass ich jetzt nach, was weiß ich, de... Bg und jetzt vielleicht nach a, d, klein d, e, b, okay, und jetzt nach äh, a, d, e, e, b und jetzt vielleicht nach a, d, e, f, g, okay. Also die Terminalzeichen werden jetzt, werden jetzt zauber von links nach rechts äh, erzeugt, okay. Wie kann ich so was erreichen, dass die Grammatik diese Form hat? Gut, zum Beispiel, wenn die Grammatik in Chomsky-Normalform ist, dann habe ich es schon erreicht. Ja, aber eigentlich, äh, das ist viel weniger, äh, äh, viel, viel leichter zu erreichen als die Chomsky-Normalform. Alles, was ich machen muss, ist zum Beispiel, wenn ich eine Produktion habe, diese Gestalt, dann was ich mache, ist ich mache den üblichen Trick. Ich ersetze das durch A, A klein A, B, A klein C. Und dann führe ich Transitionen hinzu. A A geht nach klein A, A klein C geht nach klein C. Okay, das ist also eigentlich kein Problem. Und was, ich, was habe ich denn erreicht? Ich, habe, ich erzeuge jetzt die Terminalzeichen sauber von links nach rechts. Und ich kann, das, ich kann jetzt einen Automaten, einen Kellerautomaten definieren, der diese Linksableitung simuliert. Und was macht der Automat? Der Automat stellt immer in den Keller. Die Idee ist, am Anfang hat der Automat S auf dem Keller. Und dann in dem nächsten Schritt wird der Automat AB in dem Keller haben. Nach dem nächsten Schritt, in dem nächsten Schritt, liest der Automat ein klein a und äh, auf dem Keller wird es dann cb kommen und dann, und so geht es weiter. Ja, also der Automat hat auf dem Keller immer die Variablen, die noch nicht ausgearbeitet sind, sozusagen. Okay, das ist, was auf dem Keller immer ist. Und wie erreicht man das? Also, das erreicht man, vielleicht machen wir es so: also, angenommen, dass alle Produktionen diese Gestalt haben. Okay, ja, dann, wie simulieren wir, dass wir eine Produktion wie diese anwenden? Der Kellerautomat wird einfach. Ein A durch B1 BK ersetzen, wenn er ein klein B liest. Okay. Warum? Weil äh, also, wenn dieses A sich in einem Wort befindet, zum Beispiel A1, A2, A und dann C, D, ja? Dann, was ich im Moment auf den Keller habe, ist ACD. Und nachdem ich die Produktion angewendet habe, was habe ich auf den Keller? Ich habe A1, ASY, klein b, B1, BK, CD. Was bedeutet das? Das bedeutet, ich habe das A durch B1, BK ersetzt. Okay? Und das ist genau, was diese... Transition des Scala-Automaten erreicht. Gut. Also, das ist jetzt äh, noch die, äh, die, die Konstruktion, wie ich alle Produktionen in diese Gestalt bringe. Aber das habe ich Ihnen erklärt schon. Ja? Füge ein neues, eine neue Variable für jedes, äh, äh, für jedes Terminalzeichen und äh, so weiter. Und jetzt können wir den Automaten definieren. Also der Automat hat nur einen Zustand. Okay. Der Automat, also um dieser Zustand ist natürlich der Anfangszustand. Eine andere Möglichkeit äh, gibt es nicht. Das Alphabet, also die Eingabezeichen sind natürlich dieselben als die Eingabezeichen der Grammatik. Welche sind die Kellerzeichen? Auf dem Keller kommen die Variablen der Grammatik. Also das die Kellerzeichen ist die Menge V. Okay. Äh, dann haben wir S, das äh, Symbol, das Anfangssymbol der Grammatik, ist der Anfangszustand. Äh, Entschuldigung, ist das nicht der Anfangszustand, sondern das unterste Kellerzeichen. Also am Anfang auf dem Keller haben wir nur S. Ja? Und jetzt wie sind die Transitionen definiert? Also wenn ich eine Produktion habe der Gestalt A geht nach B Beta, dann habe ich in dem Kellerautomaten eine äh, Transition der Gestalt Q B A, Entschuldigung, äh, Q A Geht mit B nach Q Beta. Okay, also wenn der Automat ein B liest, kann der Automat das oberste Kellerzeichen A durch die Sequenz von Kellerzeichen Beta ersetzen. Okay, und es ist äh, offensichtlich dann, was passiert dann? Also, wenn ich mit S anfange, Okay, dann, ja, nach einem A habe ich zum Beispiel A, A, B erreicht und bla 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 bla. Und nehmen wir an, am Ende habe ich ein Wort erzeugt. Also am Ende habe ich das Wort A, B, B, A, B, A erzeugt zum Beispiel. Ja? Also hier habe ich es auf dem Keller, in dem Automaten, in dem Kellerautomaten. Hier habe ich A, B auf dem Keller. Und was habe ich hier auf dem Keller? Nix. Hier ist der Keller leer. Also der Automat dann, wenn ich äh, diesen Automat so definiere, dass er durch leeren Keller akzeptiert, dann akzeptiert dieser Automat genau dieselbe Sprache wie die ursprüngliche kontextfreie Grammatik. Okay? Also äh, beachten Sie, ein Zustand, ein einzelner Zustand reicht aus für diese Konstruktion. Also jede kontextfreie Sprache kann durch einen Kellerautomaten äh, erkannt werden, der nur einen Zustand hat. Okay? Das ist äh, immer möglich. Gut, äh, beachten Sie auch, dass der Kellerautomat, hier gibt es keine, äh, äh, kein Blow-up. Also die Anzahl der Produktionen und die Anzahl der Transitionen des Kellerautomaten ist ungefähr gleich Anzahl der Produktionen, ist sogar genauso, genau gleich ne? also an, als der Anzahl der Produktionen in der kontextfreien äh, Grammatik. Die äh, Anzahl der Kellerzeichen ist äh, einfach die Anzahl der Variablen. Also äh, es gibt äh, der Kellautomat ist äh, intuitiv genauso groß, wie die äh, Grammatik, nicht nicht größer. Okay, damit haben wir den einfachen Teil des Satzes bewiesen. Es hätte aber sein können, dass äh, die Kellerautomaten viel mächtiger sind als die kontextfreien Grammatiken. Es hätte sein können, dass sie viel mehr akzeptieren können als die, nur die kontextfreien Sprachen. Und äh, was wir jetzt zeigen, ist, dass das nicht der Fall ist. Was müssen wir dafür tun? Jetzt fangen wir nicht mit einer kontextfreien Grammatik an, sondern wir fangen mit einem Kellerautomaten an. Und wir müssen jetzt eine äquivalente kontextfreie Grammatik konstruieren. Okay? Und die Frage ist, wie geht das? Und das ist der Teil des Satzes, wo eigentlich man ein bisschen Fantasie braucht, sozusagen. Ja, also das hier, dieser erste Teil, war ziemlich offensichtlich. Ja, in dem Moment, in dem man sich überlegt, okay, ich kann eine Linksableitung betrachten, dann ist alles erledigt. Ja, ich muss einfach nur das, was noch nicht, was noch nicht bearbeitet wurde, im Keller äh, verwalten, im Keller behalten immer. Aber der neue Teil, also der andere Teil, braucht mehr, mehr Kreativität. Okay. Und ähm, ähm, das, was ich äh, jetzt will, ist äh, also ich will das ignorieren. Äh, beziehungsweise das ist das, äh, also wenn Sie wollen, das ist die formale die formale Beschreibung, warum der Automat den ich definiert habe, der Kellautomat, den ich jetzt gleich definiert habe, dieselbe Sprache akzeptiert als die Grammatik. Aber, ähm, äh, okay, erst nehmen wir dieses Lemma. Und dieses Lemma sagt, wenn ich, der, äh, dass, dass ich von A in N Schritten ein Wort der Gestalt U Gamma in der Grammatik erzeugen kann, mit einer Linksableitung. Genau dann, wenn der Kellerautomat von QUVA nach QV Ganma geht. Ja? Und alles, was, was das sagt, ist, wenn äh, die n Schritten n die Anwendung von N-Produktionen der kontextfreien Grammatik kann durch n Schritten des Automaten simuliert werden. Und was ich am Ende auf dem Keller habe, ist, was ich haben sollte. Okay? Und, äh, äh, und dann Uh, wie beweist man, dass de, die Sprache der Grammatik die Sprache des Automaten ist, wenn der Automat mit leerem Keller akzeptiert? Also uh, nehmen wir ein Wort, das von der Grammatik erzeugt wird, okay? Und uh, uh, das Wort, wenn das Wort von der Grammatik erzeugt wird, dann bedeutet das, dass, dass uh, die aus dem äh, Anfangssymbol das Wort u mit Linksableitung abgeleitet werden kann ja und äh, was bedeutet das wegen des Lemmas das bedeutet dass wenn ich am Anfang s auf dem äh, Keller habe okay und in den Zustand in den einzigen Zustand des Kellerautomaten bin und das Wort das zu lesen ist u ist dann kann der Automat äh, also das Wort lesen und den Keller, den leeren Keller erreichen, was bedeutet, dass das Wort zu L-Epsilon von M gehört. Okay. Gut. Uh, was wir dann in der nächsten Vorlesung tun werden, ist uh, die andere Richtung. Wir werden zeigen, für jeden Kellerautomaten gibt es eine kontextfreie Grammatik. Das ist die sogenannte Triple-Konstruktion. Okay, auch eine klassische Konstruktion der Automaten-Theorie. Wir haben die Potenzmengenkonstruktion, wir haben die Produktkonstruktion für den Schnitt von Automaten. Wir haben auch die Triple-Konstruktion, aber das machen wir nächste Woche. Und äh, weil äh, Sie wissen, am Donnerstag haben wir keine Vorlesung, ja, also äh, die nächste Vorlesung ist am kommenden Montag. Und wir benutzen die sieben Minuten, die noch äh, übrig bleiben, plus einige weiteren Minuten, ja, für äh, ein Kahoot. So, äh, also äh, es wird wahrscheinlich sowas wie 20 Minuten, insgesamt 20 25 Minuten äh, brauchen. Also äh, Sie sollten damit rechnen, dass das äh, ein bisschen mehr als nur die sieben Minuten, die, die, die ich noch habe, äh, dauern wird. Aber äh, wir können jetzt uns dann mit Hilfe des Kahoots äh, äh, also wir, die Inhalte von diesem Kahoot sind äh, Pumping Lemma für kontextfreie Sprachen und auch ein paar Algorithmen, die wir über kontextfreie Grammatiken gesehen haben. Also eigentlich Inhalt von der, äh, nicht von dieser Vorlesung, sondern von der äh, Vorlesung, von den Vorlesungen von letzte Woche. Okay, dann äh, fangen wir an. Lassen Sie mich dann das Kahoot vorbereiten. so gut sie wissen wie es läuft gamepin ist da und jetzt warte ich darauf dass äh, sie sich melden sich immer die zweite Ableitung anschauen. Also im Moment, also die Geschwindigkeit wird jetzt äh, kleiner. Also ich glaube jetzt haben wir im Wesentlichen alle Spieler des Tages da. Beeilen Sie sich noch ein paar Sekunden. So, 8, 7. Sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Okay, es geht los. Okay, erste Frage. Da haben Sie eine kontextfreie Grammatik und einen Syntaxbaum. Und die Frage lautet, wird dieser Syntaxbaum von dieser Grammatik erzeugt? Ja oder nein? Okay, die Antwort lautet Nein. Und äh, ich muss zugeben, das ist ein bisschen eine Funkfrage. Aber warum? Also, was Sie hier haben, ist, dass A xbx X erzeugt. Aber das ist nicht möglich, ja, weil A nur xax X erzeugen kann. Dasselbe passiert übrigens hier: B erzeugt X, A X aber B kann nur xbx X, äh, erzeugen. Gut. Also das war der Appetizer, sozusagen. Schauen wir an, wer führt. Also Tunisia führt mit 1000 Punkten. Also das war wirklich so schnell, wie es nur geht. Gut. Nächste Frage. Das ist ein bisschen klein, aber ich hoffe, Sie können es noch lesen. Seien L1 und L2 kontextfreie Sprachen. Welche dieser Sprachen sind auch immer kontextfrei? Also Sie werden jetzt vier. Äh, Möglichkeiten sehen und Sie müssen angeben, wann sind diese Sprachen immer kontextfrei. Also die ist, diese Sprachen werden aus L und LS2, L1 und LS2 gewonnen, indem man Operationen anwendet. Also Sie müssen die Operationen erkennen, unter denen die kontextfreien Sprachen abgeschlossen sind. Okay. Gut. Dann es geht los. Okay, welche Antwort war richtig? Also sind, das bedeutet, sind die kontextfreien Sprachen abgeschlossen unter Vereinigung und die Antwort ist äh, ja. Sind sie abgeschlossen unter, äh, das kann man nicht so gut erkennen, aber sind sie abgeschlossen unter Schnitt und wie Sie wissen, ist, lautet die Antwort nein, wenn Sie aufgepasst haben. Sind sie abgeschlossen unter Komplement? Die Antwort lautet auch wieder nicht. Und sind Sie abgeschlossen unter Spiegelung? Die Antwort lautet ja. Wenn Sie sich erinnern, um, äh, äh, wenn eine Grammatik A geht nach Beta als Produktion hat, dann können wir die Grammatik betrachten mit A geht nach Spiegelung von Beta äh, nehmen. Und ähm, diese neue Grammatik, die wir so erhalten, indem wir die Produktionen spiegeln, sozusagen, wird die gespiegelte Sprache auch erzeugen. Also die erste und die vierte Option musste dann geklickt werden. Und äh, äh, ja, mal schauen, wie es jetzt ausschaut. Also Marihuana führt jetzt mit 2.600 Punkten. Oh, Enma Stone, äh, danke schön, dass, dass es äh, Teilnehmer gibt äh, mit Enma Stone. Äh, neuer Film von Enma Stone übrigens, kommt äh, gleich, weiß nicht, in, ob in Netflix oder wo. Uh, gut, nächste Frage. Eigentlich, das, diese Frage ist ein bisschen geschenkt, weil wir eine ähnliche Frage in einem früheren Kahoot hatten. Aber uh, was soll's? Uh, welche Aussagen über das Pumping-Lemma für kontextfreie Sprachen sind richtig? Also, mit dem Pumping-Lemma über kontextfreie Sprachen kann man zeigen, dass. Also fast alle hatten die richtige Antwort. Ja, damit kann man nur zeigen, dass die Sprache nicht kontextfrei ist. Für alles andere ist das Pumping-Lemma eigentlich nutzlos. Okay, wer führt jetzt? Elmer Stone führt. Okay, das freut mich. Gut. Jetzt, wenn Sie sich erinnern, also äh, das Pumping-Lemma sowohl für reguläre wie für kontextfreie Sprachen sagt, wenn die Sprache regulär oder kontextfrei ist, dann gibt es eine Zahl, ja, sodass alle Wörter, die länger sind als diese Zahl, folgende Bedingungen erfüllen. Und äh, also äh, für, alle, alle, für alle Wörter, die länger sind als diese Zahl, gibt es eine Zerlegung die folgende Bedingungen erfüllt. Und die wichtigste Bedingung ist diejenige, die zeigt, dass man etwas pumpen kann. Ja? Und die Frage ist jetzt, wie lautet diese Bedingung? Sie werden jetzt vier Möglichkeiten sehen und Sie müssen die richtige äh, wählen. Okay, richtig. Die richtige Bedingung ist die letzte. Und äh, es gab äh, 26 Personen, die die erste gewählt haben. Ja, sieht äh, fast identisch aus. Der Unterschied ist, dass äh, äh, bei Antwort Nummer 1 statt I größer gleich 0, wir I größer gleich 1 hatten. Und es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass das... Äh, wirklich i größer gleich null ist. Das bedeutet, das Wort u w y ohne v und ohne x muss auch zu der Sprache gehören. Ja, und eigentlich gibt es Beispiele, wo man genau mit Hilfe von diesem Fall genau in dem man den Fall i gleich null nimmt. Ja, dann, dann kann man feststellen, dass die Sprache nicht kontextfrei ist. Deswegen ist das, hat das eine, ist ein bisschen wichtig. Okay, schauen wir mal, wie läuft das? Ah, leider Emma Stone jetzt auf Platz 2. Na gut, Emma Stone, bitte beeil dich ja, bei der nächsten äh, Antwort. Ähm, gut, nächste Frage. Diese Frage ist jetzt ein bisschen, es ist ein bisschen komplizierter. Ja? Also Sie äh, werden dann vier Sprachen sehen. Und die Frage ist, welche davon sind kontextfrei, aber nicht regulär? Also es kann sein, dass diese Sprachen nicht kontextfrei sind oder kontextfrei und nicht regulär oder kontextfrei und regulär, also unregulär. Sie müssen diejenigen wählen, die sozusagen in der Mitte sind. Ja? Sie also sind immer noch kontextfrei, aber nicht regulär. Und äh, Sie müssen auch ein bisschen nach Gefühl gehen. Also natürlich haben Sie nicht genug Zeit, um das alles zu zeigen. Aber die Idee ist, bei, äh, also nachdem wir uns das die Pumping lehmata für äh, kontextfreie und, und reguläre Aussagen angeschaut haben und nachdem wir ein bisschen gelernt haben, wie die kontextfreien Sprachen aussehen, welche Beispiele von Sprachen sind kontextfrei und welche Beispiele von Sprachen sind regulär, Sie sollten schon ein Gefühl haben. Und mit Hilfe von diesem Gefühl sollten Sie in der Lage sein, richtig zu raten, auch wenn Sie keinen Beweis vorzeigen können. Ja? Okay, es geht los. Okay, eigentlich nur drei und vier sind äh, kontextfrei, aber nicht regulär. Was ist mit, dem, äh, mit der ersten äh, äh, Sprache? Also, 91 dachten, sie wäre kontextfrei. Eigentlich ist sie nicht kontextfrei. Und warum? Also, wie hätte man das raten können? Wir haben gesehen, Palindrome sind kontextfrei. Wörter mit genauso vielen As wie Ws sind kontextfrei. Diese Sprache ist also der Schnitt von zwei kontextfreien Sprachen. Zwei Sprachen, die richtig kontextfrei sind. Und kontextfreie Sprachen sind nicht abgeschlossen unter Schnitt. Ja, also eigentlich äh, ist diese Sprache nicht kontextfrei. Das kann man mit Hilfe des Pumping Lemmas für kontextfreie Sprachen äh, beweisen. Und das ist eine gute Aufgabe für Sie. Also zeigen Sie, dass diese Sprache nicht kontextfrei ist. Die Sprache A hoch N, B hoch N, C hoch M, D hoch M ja, das ist die Konkatenation zweier Sprachen, die kontextfrei sind. Die Sprache A hoch, N, B hoch N und die Sprache C hoch M, D hoch M. N und M haben nichts miteinander zu tun, deswegen ist das einfach die Konkatenation. Kontextfreie Sprachen sind abgeschlossen unter Konkatenation, also ist diese Sprache kontextfrei. Sprache Nummer 3 war A hoch N, B hoch M mit N kleiner gleich 100 und N ungleich M. Okay? Und die Idee ist, wenn N kleiner gleich 100 sein soll, dann habe ich nur eine ähnliche Anzahl von Möglichkeiten. Entweder ist die Anzahl von A's 0 oder die Anzahl von Bs ist, äh, oder die Anzahl von As ist 1, oder 2, oder 3, oder 4. Reguläre Sprachen sind abgeschlossen unter Vereinigung. Das heißt, äh, es reicht zu zeigen, hier, wenn ich zeigen will, dass diese Sprache regulär ist, es reicht zu zeigen, dass die Menge der Wörter mit, sagen wir, 5 As und eine Anzahl von Bs, die entweder 0 bis 4 ist, oder 6 oder mehr... Ja, dass diese Menge regulär ist, aber dafür ist es auch relativ leicht, einen, äh, äh, einen, äh, einen ähnlichen Automaten äh, anzugeben. Okay? Diese Sprache ist regulär. Diese Sprache ist nicht kontextfrei. Und dann die Worte über A, B mit mehr A als B, äh, das ist eine Sprache, von der wir, glaube ich, schon in der Vorlesung gesehen haben, dass äh, sie äh, äh, kontextfrei ist. Genau wie A hoch N, B hoch N oder... Mehr Bs als äh, als As. Das alles kann man mit Hilfe eines, äh, eines Kellers zum Beispiel erkennen, ja? indem wir einfach ähm, äh, immer, wenn wir ein äh, A finden, dann kommt das A auf dem Keller und immer, wenn wir ein B äh, finden, dann kommt ein äh, äh, B aus dem Keller und dann müssen wir das äh, damit wissen wir immer, wie viel mehr As als Bs wir haben. Äh, äh, ach so, okay, ne, das wird nicht so genau funktionieren. Ne, Entschuldigung. Vergessen Sie das, was ich Ihnen gesagt habe. Äh, vergessen Sie das. Ähm, aber auf jeden Fall es ist es eine kontextfreie Sprache. Das lassen wir das für die Aufgaben. Das, das wird am besten in den, in den Hausaufgaben äh, behandelt. Der Kellerautomat muss ein bisschen anders aussehen, weil in dieser Sprache äh, eigentlich, was ich immer in dem Keller behalten muss, ist äh, was ist der Unterschied zwischen Anzahl von A und Anzahl von B? Dieser Unterschied, die Differenz, kann aber positiv oder negativ sein. Und das, ich muss beides in den Keller, äh, in den Keller simulieren. Ja? Ich kann das machen, indem ich zum Beispiel, wenn die Differenz positiv äh, ist, dann habe ich Striche in dem Keller. Und wenn die Differenz negativ ist, dann habe ich ein anderes Symbol im Keller. Okay? Äh, das kann man, kann man machen. Gut, auf jeden Fall, das war eine schwierige Frage, zugegeben, ja, ähm, äh, um dann zu unterscheiden, welche sind hier die, die Leute, die wirklich fit sind. Schauen wir uns an, was ist passiert mit den, das Stone führt, das freut mich aber sehr. Gut, äh, noch ein paar Fragen, also das kann sich noch ändern. Also ich werde Ihnen jetzt mehrere Grammatiken zeigen. Okay. Und die Frage ist, welche davon erzeugt dieselbe Sprache als die Grammatik, die Sie auf, äh, auf dem Bildschirm sehen und ist noch darüber hinaus in Chomsky-Normalform. Okay, es geht los. So, fast alles sind fertig. Okay, die gelbe Grammatik, sagen wir so, war die richtige. Ja, die meisten haben es richtig geraten. Eigentlich war die Frage sehr einfach, weil keine von den anderen drei Grammatiken ist in Chomsky-Normalform. Die Grüne hat zum Beispiel S geht nach L S R. Das ist nicht in Chomsky-Normalform. Die Rote hat L geht nach Klammer auf S Klammer zu. Das ist nicht in Chomsky-Normalform. Und die Blaue hat S geht nach Klammer auf K. Das ist auch nicht in Chomsky-Normalform, weil Klammer auf keine Variable ist. Das ist eine ein Terminalzeichen, ja. Ähm, also ich glaube, dass die blaue auch dieselbe Sprache erzeugt. Wahrscheinlich wenn ich mir, musste ich prüfen. Aber auf jeden Fall, ähm, drei waren nicht in Chomsky-Normalform, also es musste die vierte sein. Gut. Okay, Stone führt weiterhin. Und jetzt Letzte Frage. Ist diese Grammatik mehrdeutig? Wenn Sie sich erinnern, eine Grammatik ist mehrdeutig, wenn es ein Wort gibt, das von der Grammatik erzeugt werden kann und es für dieses Wort mehr als ein Ableitungsbaum gibt. Okay? Gut, dann, es geht los. Okay, also die meisten haben das schon richtig äh, geraten. Die Grammatik ist äh, nicht mehrdeutig. Und äh, warum? Okay, Sie können sich das überlegen. Also wenn, äh, wenn Sie einen Ableitungs-, also wenn Sie ein Wort nehmen, aus dem Wort können Sie eindeutig den Ableitungsbaum rekonstruieren. Und warum? Zum Beispiel nehmen, nehmen wir an, das erste Zeichen im Wort ist ein Klammer auf. Dann wissen Sie schon, wie mit Hilfe von, dieser, von welcher äh, Produktion dieses Klammer auf erzeugt wurde. Sie können dann diesen kleinen Teil des Bäumes schon konstruieren. Ja? Und das geht so eigentlich weiter. Also, ich will es jetzt hier nicht, nicht weiter erläutern, aber überlegen Sie sich das. Also, nehmen Sie ein Wort, das von der Grammatik erzeugt wird, versuchen Sie, den Baum zu rekonstruieren, und dann werden Sie, dass Sie, äh, werden Sie feststellen, dass Sie nie die Wahl haben zwischen den zwei Möglichkeiten. Eigentlich ist es ähm, eindeutig. Gut, okay, damit, äh, glaube ich, sind wir fertig. Ah, und äh, leider hat äh, Emma Stone wahrscheinlich die falsche Antwort gegeben auf die letzte Frage. Und Space äh, U in äh, führt, und ich glaube, das war es. Ah, Nein, genau, wir haben noch eine Frage. Wir haben noch eine Frage. Stimmt, das hatte, ich hatte vergessen, dass das ist die letzte Frage aber, wenn ich mich richtig erinnere. Gut, also äh, wir haben das, äh, den CYK Algorithmus in der Vorlesung kennengelernt. Und äh, äh, wir haben schon einige Felder in der Tabelle für Sie ausgefüllt. Und die Frage ist, was kommt hier auf dem Feld 1, 3 ein? Also welche Variablen muss man hier eintragen? Okay, let's get lost. Okay, SAC war richtig und ich hoffe, Sie erinnern sich, die Variablen, die Sie hier schreiben müssen, gewinnen Sie aus der Kombination von 1, 1 und 2, 3 und 1, 2 und 3, 3. Also hier gehen Sie nach oben und hier gehen Sie nach unten diagonal. Ja? Und 1, 1 und 2, 3 gibt Ihnen S. Und es äh, und nur s, glaube ich. Ja. Und äh, 1, 2 und 3, 3 gibt ihnen A und C. Ne? Oder? A und ne. A. Moment. Äh, wo gewinne ich C? Also die richtige Antwort war es A C. A, C gewinne ich, entschuldigung. Genau. Diese Kombination 1, 1 und 2, 3. Gibt uns S und C und die Kombination 1, 2 und 3, 3 gibt uns noch dazu A. Okay, damit ist, äh, glaube ich, das Kahoot zu Ende, ja? Und jetzt können wir uns das Podium anschauen. Und wer ist auf Platz 1? Oh, das ist aber eine Überraschung. Okay, also. Den hatten, hatten wir noch nicht gesehen. Gut, okay, das war es dann für heute. Heute gibt es keine Auslosung von, von ähm, Hausaufgaben. Also, ich verabschiede mich und wir sehen uns in einer Woche, am Montag nächste Woche. So, danke und ciao.